Hallo liebe Sportfreunde und herzlich willkommen am Lambrechts Grundstadion zu Schwerin zum Pokalspiel des Neumühler SV gegen den großen FC Hansa Rostock. Letzte Woche erlebten wir eine große Pokalsensation im DAB-Pokal im Handball hier in Schwerin und wollen gucken, ob der Neumühler SV vielleicht die nächste Pokalsensation Schwerins folgen lassen kann. Wir werden es gleich erleben beim Spiel Neumühler SV gegen Hansa Rostock. Hat uns kurz verlassen, jetzt sind wir soweit und bitten zunächst die Kinder mit der wichtigen Botschaft des FC Hansa Rostock: Nur unsere Herzen sollen schlagen. Und auf geht's! Neumühler SV gegen den FC Hansa Rostock. Das Spiel ist angepfiffen, Anstoß Hansa Rostock. Und wir wollen mal gucken, welches Pokalfeeling hier aufkommt. Ob der Spruch, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, hier auch zum Tragen kommt. Vielleicht sehen Sie das, vorher hat hier noch ein Jugendspiel stattgefunden und die Strafräume sind noch eingezeichnet auf der verteidigenden Seite von Neumühle. Nicht, dass sie das verwirrt, die Auslinie natürlich viel weiter außen. Und Hansa versucht jetzt erstmal das Spiel zu beruhigen. Und der Ball war außen, deswegen jetzt Einwurf für Hansa Rostock. Da steht Sebastian Pelzer, der Kapitän, bereit. Ja, Trainer Peter Vollmann hat ein paar Veränderungen vorgenommen zum Spiel gegen Jena. Unter anderem gibt er dem zweiten Torhüter Andreas Kerner eine Chance, sich hier zu beweisen in Schwerin. Zum Zweiten muss er auf Peter Schürber verzichten, verletzungsbedingt. Und jetzt die erste Bemühung von Neumühler, aber den Ball kann niemand hinterher steigen. Man sieht ganz klar, wie weit zurückgezogen Neumühle hier spielt mit zwei Viererketten und zwei da vorne. So ein bisschen das, was Irland gestern gespielt hat. Hinten dicht und dann vorne mal gucken, was kommt. Thank you.
Ja, da wollte Tobias Jenik ja den Freistoß haben und bekommt ihn nicht. Es gibt einen Einwurf für Hansa Rostock. Das Stadion am Lambrechtsquartier ist sehr gut gefüllt. Es kommen Plätze rund. Es ist nicht ganz voll, aber es ist sehr gut gefüllt. Und wir hören auch gute Stimmung hier von beiden Seiten. Zum einen aus dem Fanblock von Neumühle und von den gereisten Gästenfans. Ein bisschen länger, aber Robert Müller nun wieder auf dem Damm und es gibt Freistoß aus einer gefährlichen Position für den FC Hansa Rostock. Haben sich unter anderem Mohamed Latay bereit gemacht. Aber der steigt über den Ball, wird dann angespielt. Das war klasse gespielt, 1-0 für Hansa Rostock. Mohamed Latay, eine schöne Freistoßvariante. Alle rechnen mit dem Schuss. Latay steigt rüber und wird dann angespielt und versenkt zum 1-0. Und das ist das erste Tor in dieser Partie mit der Nummer 7, Mohamed. Und da hält man gleich das Verhältnis in diesem Pokalspiel. Es ist das erste Rostocker Pflichtspiel in Mecklenburg-Vorpommern außerhalb des heimischen Stadions seit der Wende. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes und die ganze Region ist natürlich verbunden mit dem FC Hansa Rostock. Und so kann der Stadionsprecher auch fast von der Heimmannschaft reden, auch wenn natürlich der Gastgeber hier Neumühle ist. Und Hansa macht gleich fleißig weiter, aber Volker Stübe hat aufgepasst und bringt den Ball wieder nach vorne, weil jetzt heißt es natürlich für Neumühle, jetzt können sie sich nicht mehr verstecken. Wenn sie hier eine Pokalsensation herbeiführen wollen, dann müssen sie jetzt was tun. Jetzt müssen sie mehr tun fürs Spiel. Aber Hansa kombiniert sicher und es gibt Eckball für Hansa. Ja, Hansa Rostock im Sturm heute auch mit Radovan Vujanovic, der zuletzt nur auf der Bank saß und mit Enrico Neitzel. Auch die Stürmer kriegen hier ihre Chance, sich zu beweisen. Und Stübe mit beiden Fäusten bringt den Ball wieder raus, aber der Ball bleibt bei Hansa. Jenike Latay bringt den Ball rein, Kopfball und Stübe. Wo sind die. Das war ein schöner Hackentrick und Tobias Jenik, du brichst da durch. Und dann mit dem Malsen Rico Neitzel. Nein, Björn Ziegenbein, der da bereit stand zum Einschuss, kommt aber dann nicht an den Ball. Und Hansa drückt hier weiter und zeigt ganz klar, wer hier der Drittligist ist. Und Stube greift den Ball. Und bringt den Ball wieder weit raus. Und Neumühle versucht den Ball in der Nähe zu kämpfen, das klappt bisher noch überhaupt nicht. Das Foul am Mittelkreis, Freistoß Hansa.
Ja, die einzige Spitze da vorne, sehr verloren. Gegen drei diesen hohen Ball abfangen zu müssen. Florian Hempel. Und Hansa drückt weiter. Macht natürlich auch Werbung hier in eigener Sache für den Verein in der Region. Sie haben viel Kredit verloren mit den Abstiegen aus Liga 1 und 2. Jetzt Abseitsposition da. Wollten sie natürlich auch mit dem Vorbereitungsspiel gegen CD Firenze hier endete 0:0. Wir berichteten davon. Ein bisschen Image in eigener Sache machen, die Leute wieder für Hansa begeistern und das werden sie auch hier versuchen. Das ist nicht nur ein wichtiges Pokalspiel für den FC Hansa Rostock, denn man möchte den Landespokal Mecklenburg-Vorpommern natürlich gewinnen, um nächstes Jahr wieder sicher im DRB-Pokal zu spielen, falls es mit dem Aufstieg nicht klappen sollte in Liga 2 und der sicheren Qualifikation für den DRB-Pokal ist natürlich der Landespokal die Möglichkeit, in diesen wichtigen Pokal einzurücken. Und die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten, die beim FC Hansa Rostock auf der Höhe natürlich auch knapp sind, zu akquirieren. Moment versucht man wieder den FC Hansa Stück für Stück aufzubauen, um dem großen Ziel wieder ein Stück näher zu kommen, nämlich irgendwann wieder als mecklenburgischer Vertreter in der ersten Liga zu spielen. Ein kleiner Schritt wird hier heute getan gegen den Nürnmühler SV. Und das sieht bisher sehr, sehr gut aus, was der FC Hansa Rostock hier macht. Es gibt erneut den Freistoß. Radovan Vujanovic hat sich den Ball da zurecht klein, hat den Freistoß da rausgeholt. Mohamed Latay jetzt. Beim Freistoß sieht man, steht er alleine, es gibt also keine Variante, sondern der Ball wird reinkommen auf den langen Pfosten hin. Und aber zu hoch, der Ball geht übers Tor. Und da bleibt mir ein bisschen Zeit bei dem Abstoß jetzt von Volker Stüber, ein wenig über den Neumühler SV zu erzählen, der in den letzten drei Jahren ein wahres Wunderwerk vollbracht hat. In drei Jahren, nachdem es eine schlechte Saison in der Bezirksliga 2 spielte. Und hier ist es noch ein wenig zu leise. Die Fans wollen bei Neumühler SV. Ja, da vor der Stadionsprecher das Publikum auf, den Neumühler noch etwas mehr zu unterstützen, weil die Unterstützung des FC Hansa Rostock doch momentan deutlich besser funktioniert. Da, um nochmal darauf zu kommen, das Märchen des Vereins Neumühle in der Saison 2001.